Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Longest Journey mit dem Gecko-Climber. Wir sind das letzte Mal hier vor dem Polizeirevier stehen geblieben, haben den guten Warren Hughes gefunden und der hat uns gebeten, in das Polizeirevier einzubrechen und rauszufinden, wo seine Schwester steckt. Tja, das werden wir jetzt auch mal direkt machen. Rein kommt man ja meistens immer relativ leicht, nur dann halt wieder rauskommen und so. Das ist immer so eine Sache. Okay. Hallo? Okay, da ist eine Tür, da ist ein Polizist. Kuke. Ein Polizeibeamter. Er bewacht den Eingang. Soweit so klar. Hallöle! Ist ja gut, ist ja hey. Gut. Hey! Wie komme ich in das Revier? Das ist hier die Frage nicht. Wie meinen? Was ist das für eine? Reinkommen oder nicht reinkommen, das ist hier die Frage. Oh mein Gott. Meine Güte, noch mehr Irre. Na, den kriegt man vielleicht irgendwie. Ich bin kein Irrer, ich bin Schauspieler. Keine Ursache, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nein. Lady, ihr seid die Grausamste, die lebt. Okay, der Typ scheint gewaltig einen an der Klatsche zu haben. Aber das können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Wenn der Schauspieler ist, dann, kriegen wir das schon irgendwie hin, glaube ich. Sind sie Schauspieler oder Polizist? Die Frage ist eigentlich gut. Warum er hin und her läuft, jo. Sind sie Schauspieler oder Polizist? Smalltalk ist gut. Beides, Schätzchen, beides. Ich bin Schauspieler, werde aber im nächsten Film einen Polizisten spielen. Das heißt, er ist kein Bulle. Mad Cop 2. Ich spiele den Freund von Mad Cop, den etwas durchgedrehten Polizisten. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Er war schlecht. Das stimmt, aber dieser hat das gewisse Extra, das dem Original gefehlt hat. Sagen Sie das nicht immer? Sie meinen mehr Gewalt, mehr Sex und weniger Handlung? Genau das! Ach, herrje. Okay, er bereitet sich also auf die Rolle vor. Jo, eigentlich schon. Na, mal gucken. Sie bereiten sich also auf Ihre nächste Rolle vor. In der Tat, holde Maid, das tue ich. Ich wurde für eine Einheit ausgewählt, die das Wesentliche am Dienst Ihrer Majestät erfassen soll. Und welche Einheit soll das sein? Mhm. Sitte! Okay, warum auch immer. Ich verstehe ihn jetzt nicht so ganz. Ich verstehe, was er macht. Ich verstehe, warum er das macht. Aber ich verstehe nicht, warum er ständig hin und her läuft. Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Ich übe mich in der hohen Kunst des Streifegehens. Das sieht aber nicht nach Streife, sondern eher wie Schauspielerei aus. Mist. Und ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Na gut, dass dir das jemand Vielleicht gesagt hat. Sollten Sie etwas lockerer werden. Ja, aber dieser verdammte Anzug zwingt alle, sich auf dieselbe Weise zu bewegen. Ich kann den Charakter einfach nicht herausarbeiten. Tja. Na gut, wie komme ich denn dann eigentlich in das Revier rein? Das ist natürlich noch die Gretchenfrage. Smalltalk ist jetzt vorbei. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wie komme ich in das Revier? Überhaupt nicht. Heute nicht. Aber ich muss da rein, wenn nun ein Verbrechen geschehen ist. Gut nachgedacht. Ich glaube, sowas meldet man an einer der vielen Rufsäulen in der Stadt. Oder du sprichst einen Polizisten an. Also nicht den. Wie Sie? Ich bin nur ein ergebener Diener Ihrer Majestät und eigentlich nur als Stellvertreter eingesetzt. Also, es lohnt nicht. Mhm. Och, komm, der kann uns doch einfach so durchlassen. Wäre doch angenehm. Merkt ja keiner. Es ist ja keiner da. Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Bedenkt mich mit süßer Vergebung, Prinzessin, aber leider kann ich es nicht. Die Türen sind außer Betrieb. Die Türen funktionieren nicht? Sie gehen nicht. Gütiger Himmel, das muss ich sofort melden, nachdem ich mit meinen Polizeiübungen fertig bin. Moment. Irgendwas ist ja faul, und zwar so richtig. Aber der Typ erinnert mich irgendwie total, also so von der
Na gut, von der Stimme her und auch so von der Art und Weise, wie er redet, an V aus V, V wie Vendetta. Erinnert er mich irgendwie dran. Naja. Sagten Sie, die Türen sind außer Betrieb? Ah, richtig. Das Einzige, das heute aus diesem Revier hinein und wieder hinauskommt, sind Polizisten, Gefangene und Müll. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Schnöde Worte aus dem Mund eines Weibsbilds. Wie haben Sie mich genannt? Holde Prinzessin. Ja, nee, ist klar und so. Schon besser. Wie könnt ihr den Müll raus, die Gefangenen? Ja, okay, wir kommen der Sache näher. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Dienstboteneingang. Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, Sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Okay. Danke und viel Glück. Trennen ist ein süßer Schmerz. So lebt denn wohl, Prinzessin. Bis wir uns wiedersehen, lebt wohl. Okay, so kann man natürlich dann auch eine Auffahrt beschützen. Ja, sag mal was zu den Türen, Prinzessin. Die Türen sind geschlossen. Okay, also wir müssen irgendwie mit dem Fahrzeug da rein. Können wir dem Bullen irgendwie da was melden? Können wir da irgendwie rein? Das ist alles nur Laserzaun. Und Antigrafsteuerung. Gab es hier noch irgendwas? Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Dann reden wir nochmal mit dem Bullen hier unten. In der Hoffnung, dass uns das irgendwie weiterhilft. Ach, Mädel, mach mal ein bisschen. Gib mal ein bisschen Fersengeld und so. Weitergehen. Nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, Madam. Verdammter Staub. Na toll. Okay, okay, okay. Was waren eigentlich nochmal da hinten auf der Straße? Ich muss jetzt nochmal nachgucken. So, jetzt muss ich nämlich wieder anfangen, hier zu denken um die Uhrzeit. Das könnte bös werden. So, hier ist diese Straßensperre. Der Container, da hat man, glaube ich, nur Dreck drinne gefunden. Dreck drinne gefunden. Alles klar. Okay, ich glaube, ich habe die Sache schon soweit gelöst. Hihihi. Ach ja. So, April, schaff dich da rein. Ja, tut mir leid, muss sein. Das ist totale Zeitverschwendung. Ich meine, was wird schon passieren? Der Müllwagen fährt nicht mal an diesem Container vorbei. Okay, gut. Das heißt, wir müssen die Straßensperre verschieben, damit der Müllwagen hier vorbeifährt. Dann müssen wir hier reinklettern und uns ins Polizeirevier bringen lassen. Jeder läuft so ganz hinten rum. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Ah, stimmt, da war was. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich an den Zahlencode komme. Aber so langsam wird da doch ein Schuh draus. So, hier beim Polizeirevier müsste es dann doch irgendwie weitergehen. Ach, das ist der Müllwagen. Gut. Haben wir irgendwas im Inventar, womit wir den... Ach, da haben wir noch die hübsche Flöte aus Arcadia. Unser Foto, das ist die Lieferliste. Oh, da werden wir auch nochmal gewaltig Ärger kriegen, wenn wir zurückkommen. Da werden wir richtig gewaltig Ärger kriegen. Ja, der schmerzt bestimmt direkt wieder raus, der Kartenhändler. Sag doch nochmal bitte an, kannst du es jetzt sagen, wie wir die Straßensperre verschieben können?
Schön, euch wiederzusehen, holde Prinzessin. Ja, vorhin war mir noch ein elendes Weibsbild. Ein einfaches Hallo hätte gereicht. Danke. Wenn du es wünschst, dann sei es. Hallo. Der erinnert mich wirklich extrem an V. So. Sagt er da jetzt nochmal was anderes? Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Die Türen sind zwar außer Betrieb, ja, das hatten aber nicht wir wie ausgeht. Sagen wir. Ja, das hatten wir alles schon mal gehört, okay. Viel Glück. Und für dich ebenso. Dankeschön, Dankeschön. Neonschild. Polizei von Newport. Ein holographisches Emblem. Hübsch, hübsch. Haben wir hier oben noch was anderes? Das sind nur die Türen, die ohnehin zu sind. So, wir müssen jetzt irgendwie an diesen ollen Code rankommen. Ein Hochspannungslaserzaun. So, und die Antigravsteuerung, die war ja noch gut, hat sie gesagt. Die Frage ist jetzt nur... Ach Mann, es gibt doch mal Fersengeld hier. Das dauert mir alle zu lange. Eine Antigravsteuerung. Ich kann nicht durch den Zaun ohne Alarm auszulösen oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Ja, drüber springen? Müsste doch noch machbar sein. Na gut, okay. Fällt aber auch auf. Ich glaube, dann sind wir entweder Toast oder wir werden danach von den Polizisten zu Toast verarbeitet. Okay, wir müssen irgendwie dann an den... diese Steuerung hier ran. Aber zuerst müssen wir uns überlegen, wie wir diese olle Straßensperre hier verschoben kriegen. War hier nicht noch was? Da war ein Straßenschild. Ich hatte hier doch noch irgendwo noch was gesehen, was ich benutzen konnte. Oder spinne ich jetzt komplett? Da steht Calavera Crossing MCW. Die Straßenkennnummer lautet 0092. Jetzt sag bloß, wir müssen nur die Straßennummer hier eintippen, damit wir die Sperre da verschoben kriegen. Das ist ja wohl etwas peinlich, ist es. Also wenn die Polizei ihr Zeug so sichert, dann brauchen die sich nicht zu wundern, dass hier Mord und Totschlag herrscht. Da kann ja jeder einfach so machen, was er will. Schreiben Sie es groß auf dem Schild. Bitte hier diesen Code eingeben. Vielleicht kann ich die Straßenblockade verschieben, wenn ich die Kennnummer der angrenzenden Straße eingebe. Nee. Also echt. Leute, das ist doch... Peinlich ist das doch. So, jetzt schnell in den Container. Und dann warten wir auf den Müllwagen. Der wird ja dann jeden Moment hier vorbeikommen. Ja, April, ich weiß, du zierst dich da ein bisschen, aber du kannst doch ruhig ein bisschen schneller gehen. Na gut, ich habe nur einmal geklickt. Ich bin selber dran schuld. So, der ist jetzt grün, weil was drin ist. Ach ja, und da kommt der Müllwagen. Ja, sorry, tut mir leid. Tut mir leid, aber es muss sein. Ah! Bleibt mit euren Pfoten weg! Was? Das war eklig, was ich alles tun muss, um die Welt zu retten. Ich meine, der Geruch, das klebrige Zeug, dann noch die Ratte, widerlich. Vom Gestank ganz zu schweigen. Ich glaube, der geht nie mehr weg. Ich werde den Rest meines traurigen Daseins nach altem Fisch und verfaulter Pizza stinken. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Die Klamotten vielleicht, aber der Rest? Ach... Da gehen wir mal schön unter die Dusche, eine schöne, warme, ausgedehnte, gut waschen und dann passt das doch schon. Polizeisergeant, wen haben wir hier? Ein böser Bube und noch ein Gefangener und noch ein Gefangener. Tuvok? Tuvok? Hat die zu viel Enterprise geguckt? Tuvok? Nee. Halunken erkennt man schon an den Augen und am üblen Benehmen. So, hier geht's zum Keller. Ich gehe auf keinen Fall wieder nach unten. Eher lasse ich mich auf einer Bar in einem schwarzen Plastiksack hier herausrollen. Oh, April, da hast du aber was vor hier. So, gucken wir uns hier mal um. Hier ist ein Terminal, da ist ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten.
Darin liegt ein Stück Papier. Ja, dann mal mitnehmen. Solange der Typ hier nicht guckt. Irgendein Anforderungsformular oder ein Arbeitsauftrag. Ja, was denn jetzt nun? Vereinigte Bokamba-Mörser-Gewerkschaft. Formular 09042. Kurzfristige taktische Aufhebung der Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Der Durchschlag eines alten Arbeitsauftrags. Aha, was macht man damit? Was sind das hier für ein linkes Bildtelefon? Was? Ich verstehe es gerade nicht. Achso, das ist wahrscheinlich das, ist das linke, das da hinten ist das rechte. Ach so. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Dieses Telefon. 099-12090. Okay. Was ein altes Bildtelefon. Antike, veraltete Technik. Bildübertragung ist völlig aus der Mode gekommen. Was macht man heute? Ach stimmt, hier ist ja alles holographisch, genau. Zu Hause anrufen, den anrufen, nee. Da ist das rechte. Korpulenter Bursche und ein dünner Bursche. Bildschirm und Kamera sind kaputt. Okay, aber damit könnten wir hier anrufen. Gucken wir uns erstmal die hier an. Ein dünner Typ im roten Overall. Er sieht wie ein Servicetechniker aus. Okay, und der hier wahrscheinlich genauso? Ein ziemlich dicker Typ im roten Overall. Ich glaube, er ist Servicetechniker. Okay, okay, okay. Ich habe so ein paar grobe Ideen, was wir hier anstellen müssen. Aber quaken wir erstmal mit denen. Die Zeit nehmen wir uns noch in der Folge. Hallo. Hallöchen. Bist du ein Engel? Kommst du, um mich in den Himmel zu bringen? So wie wir stinken bestimmt nicht. Seit seiner Überdosis extra cool ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ich lass ihn nicht mal mehr den Hammer halten. Na gut, dann rede ich mit dir. Was willst du? Wir haben gerade Pause, Süße. Hey. Ich hab's vorhin noch gesagt. Entschuldigung, wie rieche ich? Riechen? Machst du mich an, Süße? Was? Ich weiß nicht. Sonst bin ich den Frauen egal. Ich wollte nur fragen. Ich möchte keine gute Anmache verpassen. Oh, okay. Ich hab dich gefragt, wie ich rieche. Ja, richtig. Wie faulige Pizza und ist das langs? Okay, danke. Ja, und einen Hauch von Rum. Ich hatte einen Unfall mit einer Flasche in einem Müllcontainer. Das passiert mir ständig. Du bist also nicht allein. Für sowas treffen sie sich jeden Mittwochabend in der Stadt. Ratis? Ich hab kein Alkoholproblem. Du willst es dir nicht eingestehen, Süße. Das will keiner. Aber wer riecht denn hier nach Rum? Ich jedenfalls nicht. Zumindest heute nicht. Naja. Genießt eure Kaffeepause, Jungs. Okay, also wir riechen. Sonntagszuschlägen, die wir kriegen. Darauf kannst du wetten, Süße. Ach, es ist auch noch Sonntag? Okay, gut. Tja, also wir riechen wenigstens nicht nach Ratte. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, Polizeisergeant, den haben wir hier komplett nur. Okay, den gucken wir uns auch mal noch an. Leichtes Übergewicht, muffeliger Art. Wenn ich den vielen Polizeiserien trauen darf, muss das die wachhabende Polizistin sein. Ah, das ist eine Frau. Okay, die hätte ich jetzt für einen Kerl gehalten. Na, der, hören wir mal noch, was es so Neues gibt hier. Verzeihung, Madam. Ja, ja, was kann ich für Sie tun? Oh, kommt die aus Berlin? Was kann ich für Sie tun, ja. Das Archiv erstmal, ja. Wo befindet sich das Archiv? Das Archiv? Sie sind keine Polizistin, oder? Ach je, schön. Schön, dass die so einen Dialekt hat. Ich bin, wenn ich mal Polizei schon, ich muss in das Archiv, um dort etwas nachzuschlagen. Was ist, wenn ich es nicht bin? Ja, das ist die Frage, ist erstmal gut. Was ist, wenn ich es nicht bin? Sie können da nicht rein, Capito. Zutritt nur für Polizisten. Außerdem sind die meisten Türen im Gebäude einschließlich dieser außer Betrieb.
Keiner geht rein, keiner kommt raus. Und solange diese überbezahlten, unterbeschäftigten Wartungstypen nicht ihren Hintern bewegen und wieder an die Arbeit gehen, wird das auch so bleiben. Okay. Trotzdem vielen Dank. Gut, dann wissen wir zumindest mal, wo jetzt hier, wie das Ganze hier ausschaut. Und das Kontrollfeld hier sieht schon mal sehr verdächtig aus, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!